Ja, wir sind schon mittendrin, würde ich sagen, oder? Sind wir schon am Start? Laut Daniels WhatsApp-Nachricht sind wir schon mittendrin. Ja, wir sollen nämlich anmoderieren. So funktioniert es. Herzlich willkommen bei Alarmstufe Beige. Ja. Haben wir schon gejingelt? Ja, ne? Was sagt der Regisseur? Ja, wir haben schon gejingelt. Wir haben einen Gast und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja, Connys Herzensangelegenheit heute. I want to believe, Mulder. Paul, hallo. Hallo. Du bist, wie soll ich das sagen? Ufologe ist ja falsch, ne? Hobby-Ufologe? Oh nee, mein was? Gott, nee, ja, es ist falsch, ne? Was bist du? Wie würdest du dich bezeichnen? Also, wir gehen in die Richtung UFOs und ich sage auch ein Stück weit Verschwörung, wenn ich mich da so ein bisschen einlese und geheime Dokumente. Mischa glaubt an sowas ja nicht. Ich bin ja voll drin. Ich liebe also das ich ja. Bin quasi die Scully von Alarmstufe Beige. Du bist eher der Mulder. Ja, genau. Ja. Also ich als Skeptiker probiere so ein bisschen den Gegenpart zu machen und mir mal anzuhören, was der Conny heute aus seinem Gast rausquetscht. Ja. Und du beschäftigst dich mit solchen Themen. Ufologe und ich habe das jetzt einfach mal so reingeworfen. Das ist ja, sind meine Lieblingsbegriffe. Es gibt Milliarden YouTube-Kanäle da. So was nachts auf N24 läuft halt. Oder so. Ja. Naja, aber jetzt, über drei wollen wir es mal nicht. Ich bin mit Sicherheit kein Ufologe oder auch jetzt kein Verschwörungstheoretiker. In erster Linie bist du aber Pilot. Aber ich bin jemand, der unfassbar viel Zeit hat, sagen wir es mal so. Ich habe das jetzt einfach und, nur so gesagt. Das Problem ist, würde ich mal sagen, andere Menschen haben nicht so viel Zeit. Ja, die sind so im Alltag. Weil der Paul ist nämlich Lehrer. Und er hat unheimlich viel Zeit. Ja, um 11.30 Uhr ist Schluss. Ne? Ich mache mit den Kindern immer so 2 Stunden Kunst, lass die mit dem Wasserkasten malen. Jetzt zeige ich ihnen, was das Deckweiß ist. Fertig, ne? Also ui, ui, ui. Naja, ich bin auch Pädagoge. Ich habe so ein Bild von Grundschullehrern. Deckweiß war damals bei uns harte Währung, ey. Echt? Also, du konntest Pausbrot gegen Deckweiß tauschen. Das war wirklich. Nee, also in der Grundschule musst du tatsächlich noch wirklich Motivation mitbringen, weil das ist die Schulart, wo du quasi nicht aus Langeweile ins Berufsleben reingehst, sondern da musst du ja wirklich Herzensblutangelegenheiten mitbringen, weil da hast du es mit den kleineren Kindern zu tun. Und das Schöne ist an den kleineren Kindern, die kannst du ja noch ein bisschen formbar. Ja, also die, und ich krieg's nachmittags immer ab bei uns in der Nachmittagsbetreuung und dann sage ich immer eure Lehrer. Du formst gegen dann im Hort oder was? Immer. Und die sind dankbar, das muss man auch sagen. Ja, aber du bist Lehrer, du bist Musiker. Genau, und ich bin auch hobbymäßig Pilot und dann ist immer noch so ein ganz kleines bisschen Zeit übrig gewesen, sich so ein bisschen mit anderen Dingen zu beschäftigen und da bin ich irgendwann mal so ein bisschen hängen geblieben und habe dann zum Glück genug Zeit gehabt, ich sag mal, um Recherchen anzustellen. Das macht jetzt nicht gleich einen jemand zum Ufologen, aber das geht schon ein bisschen in die Richtung, so ist es ja. Ufologe, was ist ein Ufologe? Ist es jemand, der sich mit dem Thema... Thema oder? Beschäftigt oder ist es jemand, der schon mal ein UFO gesehen hat oder ist es einfach das nur einer, ja der Frage. An UFO glaubt? Ja, das ist deshalb mit den Begriffen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, genauso wie der Verschwörungstheoretiker ist es einer, der immer alles glaubt, der quasi das entgegenspricht, was so die Medien und die Politiker bezeichnen. Ich würde sagen, man geht so ein bisschen in die Richtung mal davon weg und guckt einfach mal in das Thema rein und recherchiert mal und lässt sich nicht einfach nur von irgendwelchen Leuten wie uns zuschwallen, sondern fängt vielleicht auch mal zu Hause an zu gucken, okay, ist das alles nur Quatsch? Aber wieso wird dann so viel drüber erzählt? Das, doch noch ein das bisschen. Das Ding ist ja, dass ich ja auch total anfällig für solche Themen bin. Und dass ich sowas ja unheimlich gerne, unabhängig jetzt von diesen nächtlichen, wie du schon angesprochen hast, N24-Dokus. Weil, das ist ja auch das schlimmste aller Beispiele. Ja, ja, natürlich. Aber wenn du dann sowas siehst, bleib ich ja hängen und dann bin ich ja auch irgendwann so drin, dass ich dann wirklich in den Tiefen des Internets verschwunden bin. Dann bist du aber schon jemand, der recherchiert, was und dann, ich interessant finde. Und dann schnacke ich mir irgendwelche YouTube-Kanäle rein und dann, aber da gibt es so viel Kram, wo ich denke, okay, und jetzt ist Schluss, also dann mach ich doch lieber wieder PlayStation an. Und das ist da auch, schwurbeln die mir auch zu sehr. Spannend, weil da gibt es auch viel Mist, sagen wir mal, im Internet, da, wo dann wirklich die Motivation vielleicht auch verlierst, da weiter zu recherchieren, weil du so richtig. Denkst, das kann entweder gar nicht sein oder das sieht jetzt einfach total schwachsinnig aus und dann denke ich mir, okay, was für Leute gibt es da draußen, die diesen schwachsinnigen Kram hochstellen, ja, flache Erde und so weiter und so fort, ist ja auch so ein Thema, ja. wo sogar mal auf dem Spiegel war, auf der Titelseite des Spiegelmagazins, Spiegel Online steht, Flat die Erde echt? Ist flach und dann denke ich mir so, wie hat es diese Headline eigentlich dahin geschafft? Die gab's beim Spiegel? Auf Spiegel Online gab es die Headline, die Erde ist flach und da denke ich mir, ist das jetzt wirklich
so oder ist das Quatsch oder warum steht sowas da? Das ist ja anscheinend doch ein Thema, das die Leute doch irgendwie ein bisschen beschäftigt. Vielleicht bin ich da sogar ein bisschen mitschuld, weil ich weiß, in den Anfangszeiten des Internets, als es mit den Foren so aufkam, war das so, bei so ein paar Kumpels so, war das so eine Freizeitbeschäftigung, einfach in so Verschwörungstheoretiker vorhin zu gehen und da die abstrusesten genau. Theorien mit so Pseudofakten zu untermauern. Also keine Ahnung, weißt du, wenn du an den Horizont guckst und so ist alles gerade und wenn du was siehst, ist es die Kameraverzerrung oder weiß ich nicht was. Oder aber ich habe es überprüft, ich kann nicht beruhigen. Als Pilot, ich war mal oben, ich habe mal geguckt. Also die Krümmung ist zu sehen. Ja, ist da. Ist schon mal ja, wenig Gott da. Gott sei Dank. Okay, dann haben wir das schon mal abgehakt. Also so abstrus wie Flacherde oder Hohlerde, wann wir nicht werden. Das brauchen wir auf jeden Fall an der Stelle erstmal nicht so sehr zu besprechen. Aber was dann interessant ist, und an der Stelle wurde es für mich sehr, sehr spannend, als ich dann irgendwie beim Recherchieren darauf gestoßen bin, dass es Menschen gibt, die, also eine Gruppierung von Menschen, die tatsächlich aktuell anfangen, Kontakt aufzunehmen mit, ich sage jetzt mal, außerirdischen Lebensformen. Und das klingt total das abgefahren. Total abgefahren, aber auch ein bisschen abstrus. Also da ist so, wo ich dann Scully werde. Weil das weiß ich ja noch nicht so genau. Also ganz ehrlich, also Paul und ich haben uns kennengelernt bei dir quasi in euren Proberäumen, als du, du kennst ja den Daniel. Genau. Und du hast dem Daniel irgendwie auf dem Weg zu einem Gig irgendwie die UFO-Welt erklärt. So sieht's aus. Der Daniel hat gesagt, das darfst du mir niemals erzählen, weil ich will das alles hören. Jetzt sitzen wir hier, Mischa als Skeptiker dabei, der uns, glaube ich, oder der mich gerne wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Oder mich dann gut reicht auch mich, wer weiß. Ich habe mich zum Beispiel ganz viel damit beschäftigt, um jetzt mal allgemein da reinzugehen, mit dieser bekannteste Nummer ist ja die Roswell-Geschichte. Wobei ich ja Leute kenne, die von Area 50 aber noch nie was gehört haben. Das gibt's auch, ja. Ja, wo ich echt total fasziniert war. Also jetzt mal so, mein Thema war das immer. Und da habe ich ein bisschen tiefer, ein bisschen rumgegraben. Dann gab es diese Netflix-Dokumente. Wie heißt er mit? Unacknowledged mit Stephen Greer. Danke. Und dann habe ich da noch mehrere Interviews gesehen. Und ja, da bin ich, halt, ich bin ja die Leute, voll die, überzeugt die Roswell quasi nicht wissen. Roswell ist quasi ein Vorfall gewesen. Das war so 1960. Da ist wohl angeblich, sage ich mal so, so wird es zumindest berichtet, ein UFO quasi abgestürzt in der Nähe von Nevada in Amerika und wurde dann quasi geborgen und da waren auch irgendwie außerirdische Leichen drin und so. Also das war alles in dem Dorf, würde man sagen, Roswell. Ja, es ist, deshalb die Roswell-Geschichte. Wenn du so ein bisschen mit sich da tiefer gräbst, ist es schon sehr weit außerhalb der Stadt und die Farm ist jetzt verkauft worden. Ja, also das Grundstück mit der zugehörigen Farm und eine Farm ist ja nicht so wie hier im Bauernhof mit vier Feldern, das ist ja schon ein bisschen größer, ein wenig größer, um im Fränkische zu bleiben, ne? Aber das ist so ein Thema, womit ich mich beschäftigt habe, da mit der Area 51, mit diesen außerirdischen Intelligenzen, diese UFOs, die man da angeblich Nacht für Nacht sichten kann, auch wenn du dich da in den Bergen, wohl noch freies Gebiet ist, dich aufhältst, dann doch gerne mal beobachtest und auch des Weges verwiesen wirst. Also es sind schon spannende Geschichten, auch diese ganzen Detektoren, die angeblich in den im Fußboden, sei schon, im Boden drin sind. Ich finde das ja spannend. Wenn ich das nächste Mal in Nevada bin, fahre ich auch mal bis zum Tor. Habe ich schon mal überlegt. Klopfst du mal an, sagst hallo. Ja, du kannst ja bis zur Schranke fahren. Von Alarmstufe UFO. Alarmstufe. 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 Und ich will da mal reingucken. Aber das ist halt spannend. Wenn auch, da gibt es auch Videos, wie Leute halt mal hinter diese Schranke gehen. Und da wird halt auch direkt nicht, erschossen werden. Wird nicht lang gefackelt. Also das ist wirklich, die sind ja ziemlich schnell vor Ort. Was ist denn aus dieser Aktion, diese Storm Area 51 geworden, wo sich auf Facebook so tausende Leute zusammengetan haben und wollten einfach die Tür einrennen, nach dem Motto, sie können sie alle erschießen. Ich habe nichts mehr gehört. Es ist eigentlich auch interessant, dass es bis auch, also es war ja eine Facebook-Gruppe, die das initiiert hat. Ich glaube, 100 Mitglieder oder 1 Million Mitglieder, so waren es, ne? Ja. Wollten dieses Gebiet stürmen, wo ja an diesem Gebiet angeblich entweder ein paar übrig gebliebene UFOs oder Alien-Leichen wohl gehortet werden. Und das hat es auch irgendwie bis zu CNN hochgeschafft, wo ich mich frage, okay, schafft es eine Facebook-Gruppe einfach mal so schnell hoch in die Medien, in die allergrößten Medien? Oder wurde er vielleicht sogar noch nachgeholfen, sag ich mal. Ja gut, das Ding ist natürlich viral gegangen bei Facebook. Das war dann so eine Quatschveranstaltung wie, weiß nicht, gibt es ja auch so, weiß nicht, Rentnerschubsen im Park, wo sich dann 100 Leute irgendwie dann dafür anmelden, aber nie jemand hingeht. Und da hat irgendjemand halt aus Gag
halt mal diese Veranstaltung erstellt, hat gesagt, so, wir rennen da jetzt alle hin, die können uns nicht alle auf einmal abknallen. Und das ist dann wie bei World War Z, wo sich die Zombies vor den Stadtmauern stapeln, die Leichen. Irgendwann ist der Berg so hoch, dass dann irgendwann Leute drüber kommen. In der Hoffnung, dass dann irgendeiner wahrscheinlich mit so einer GoPro am Kopf und einem Livestream tatsächlich reinkommt und was sieht. Aber ist wohl nichts draus geworden jetzt. Ist irgendwie nichts draus geworden, weil ja auch dann in den Medien berichtet wurde, das wäre keine gute Idee. Also das Militär schaut da nicht einfach nur zu, sondern es ist vielleicht auch vermintes Gebiet, wurde da so mal ein bisschen darauf hingewiesen. Und das dann hätte aber auch schon vorher klar sein sollen. Ne? Das wäre egal, welche Militärbasis du aber versuchst zu stürmen. Die Frage ist, woher kommt denn die Motivation? Also woher haben denn so viele Amerikaner Bock gehabt, es zu stürmen? Und da gibt es ja auch so Statistiken, die sagen, über 40% der Amerikaner, sei jetzt mal dahingestellt, ob das schlaue oder doofe Amerikaner sind, glauben dran, nicht nur, dass es UFOs gibt, sondern glauben dran, dass die amerikanische Regierung es geheim hält, dass es UFOs gibt. Nicht nur die. Und das ist ein großer Unterschied, weißt du? Es gibt ja die glauben an UFOs und dann gibt es noch ein paar, die glauben dran, dass es vielleicht besser ist, dass es geheim ist, dass die amerikanische Regierung das vertuscht, wo sich dann natürlich auch gleich wieder die Frage stellt, geht es überhaupt und warum machen die das? Aber so ist es laut einer Statistik mal rausgekommen und deshalb wahrscheinlich auch diese große Anzahl der Motivation, sag ich mal, dahinter. Das stimmt. Aber meinst du, jeder, der sich da angemeldet hat, hat es wirklich aus ernsthafter Motivation getan? Glaube ich nicht. Weil, also ich glaube, würde ja schon sagen, dass so Area 51 ist ja schon so ein popkulturelles Phänomen. Ne? Aber total. Auch so ja. Dieses ganze UFO-Café und so in Nevada und so. Alien Inn. Ne? Alien Inn und sowas. Und ich meine, da gab es Independence Day und so die Filme. Das ist wirklich schon Popkultur. Und da ist ja so das große Mysterium. Ne? Ist da was? Gab's da was? Und wenn dann einer aus Gag so eine Veranstaltung... Also ich würde nicht sagen, dass jeder, der sich da angemeldet hat, dass der überwiegende Großteil es nicht wirklich ernst gemeint hat. Ja. Ja, das, aber es ist schon ein Phänomen. Spannendes Thema auf jeden Fall, was ja die Menschen interessiert, so wie du vorhin erklärt hast, das reizt dich, du willst dann mehr wissen und so weiter. Und ja, so total. Da gibt es Menschen, Sorten von Menschen, total. Die finden das absolut schwachsinnig, da gibt es Sorten von Menschen, die wollen nach mehr wissen und da gibt es Menschen, die gucken sich das einfach mal nur als Unterhaltungsprogramm so abends, sonntags auf N24 an. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob es bei mir eine Mischung ist. Ich glaube, es ist bei mir eine Mischung aus Unterhaltungsprogramm und ich will da mehr wissen. Also so wie bei Skeptiker Scully. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du überhaupt in dieses Thema eingestiegen für dich? Es war letztendlich so, dass ich mich mit auch so, wie das die meisten Menschen vielleicht so ein bisschen aus Langeweile dann machen, so ein paar Dokus beschäftigt habe. Und da gibt es ja auch, sage ich mal, wirklich offizielle Dokus, die jetzt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun haben, die einfach auch bekannt sind. Phänomene zum Beispiel in der damaligen Politik in Amerika, zum Beispiel das Manhattan Project, wenn es einer von euch was sagt. Das war die Atombombe, oder? Genau, da geht es zum Beispiel um die Atombombe. Ich sage mal, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, ne? Wie wir alle wissen, dass es eine Atombombe gab. Und da habe ich auch mal eine spannende Doku zum Beispiel dazu gesehen und da hieß es auch so, okay, Trinity es haben, and Beyond? Es haben, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich bin da so durchgesappt. Und bei der Gelegenheit kam es irgendwie auch so zu... Ich bin großer Atombomben-Fan. Also im Sinne von der Technik. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist wirklich, das ist faszinierend. Ja, und dieses faszinierende Energie, Objekt, was glaubst du, wie viele... Satz. Ich habe so ein Bildband daheim, den kann ich jedem empfehlen, der sich für Atombomben interessiert. 100 Sonnen heißt der. Und es sind quasi die schönsten Atombomben-Explosionen. gestaffelt nach Megatonnen, also erst Kilotonnen, dann Megatonnen. Okay. Und da geht es eben auch darum, wie ist die entwickelt worden, was ist die Technik dahinter, weil eigentlich ist das Prinzip der Atome eigentlich ist da nicht viel Technik hinten dran. Du hat schmeißt die nicht in einfach einen Haufen, ja, ne? Sprengst einfach einen Haufen ja, Elemente in. Das ist zum Beispiel auch so eine Frage. Wer hat die entwickelt und vor allem, wie viele Leute haben die entwickelt? Weil wann wurde denn die Atombombe das allererste Mal bekannt? Und wann wurde sie quasi entwickelt und wie viele Leute waren das, weißt du? Das kann ja nicht irgendwie drei Hanseln im Labor gewesen sein. Und bei dieser Reportage kam zum Beispiel raus, dass 130.000 Menschen mitgearbeitet haben, eine Atombombe zu entwickeln oder eine verschiedene. Eigentlich ist eine Atombombe doch technisch gar nicht so die Herausforderung, oder? Du hast einen Haufen spaltbares Material, das erstmal getrennt voneinander ist und du sprengst sie ineinander. Und dabei erreichst du eine überkritische Masse und löst eine Kettenreaktion aus, die einfach so viel Energie freisetzt, dass es Bumm macht. Das stimmt, aber du brauchst erstmal die Leute, die sich das und die das untersuchen. Also ich sag mal Physiker oder sowas, ja, klar, die Chemiker. Ne? Ja, das sind ja ganz normal sterbliche Menschen, ja. Und die haben 30 Jahre oder länger ihr Maul gehalten über dieses Ding, bis es irgendwann der Tag gab, wo es explodiert ist. Und die Amerikaner gesagt haben, übrigens,
wir haben schon seit 50 Jahren im Geheimen gebaut mit 130.000 Leuten. Aber wie ist es möglich, so viele Leute zum Schweigen zu bringen? Das ist ja genauso die gleiche Nummer, wieder um zurückzukommen auf Roswell. Oder kannst du ja auch in die... Ja, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, bevor wir das hier extrem ausspielen. Aber weißt du, was ich meine? Also wie kriegst du das hin? Wie heißt unser Freund, der... Ich muss hier mal Bob Lazar, ich muss hier mal immer auf meinen Spicker gucken. Ist erlaubt. Muss ich, sonst wäre ich ganz wahnsinnig. Wer ist das nochmal? Erklär es mal. Ja, das war der Typ, der auf der Area 51 an der Alien-Technologie gearbeitet haben soll und worüber es ja auch diverse Dokumentationen gibt. Genau, und da gibt es natürlich diejenigen, die sagen, das ist ein Verrückter vielleicht aber auch gewesen ist, der einfach nur sich ein bisschen wichtig machen wollte. Das wäre so ein bisschen dein Part eigentlich gewesen. Das ist schon die große Frage. Ich denke mir immer, wenn dann solche Enthüllungsdokumentationen so auf Netflix oder YouTube zu finden sind, dann weiß ich lieber nicht. Lieber da als bei nächtlichen Privat-Nachrichten. Aber selbst da denke ich mir schon, wie zuverlässig ist die Quelle. Ne? Oder wenn man nicht wollte, dass das rauskäme und du es schaffst, was weiß ich, wie viele hunderte Leute, die an irgendeinem Projekt beteiligt waren, zum Schweigen zu bringen, dann kriegst du es nicht hin, einen eventuellen Film oder eine Dokumentation von Netflix oder YouTube runterzunehmen oder so, ich weiß auch nicht. Oder lässt man es extra da, damit es so aussieht, als wenn sie nichts machen? Das ist so eher umgekehrt, so meine Psychologie-mäßig. Ja, also du musst quasi erstmal überlegen, wer müsste eigentlich alles mitspielen, um so ein Thema ich sage jetzt mal Aliens oder UFO, geheim halten zu können, zumindest der Versuch. Weil da spielen ja sau viele Sachen rein. Also du hast Wissenschaftler, die ihre Klappen halten müssen. Ne? Dann hast du irgendwie vielleicht auch die Medien, die du beeinflussen müssten, solltest, falls mal irgendwie doch so eine Leiche über die Theke läuft, irgendwie so in Anführungszeichen, sag ich mal, ja. Vom Lasterfeld. Dann hast du das Militär, das ja in gewisser Weise auch in irgendeiner Form von Struktur oder Geheimhaltungsstruktur haben muss. Dann brauchst du eigentlich ja auch die NASA, ja, weil die kommen ja wahrscheinlich vom Weltall, wenn sie irgendwo herkommen. Die muss ja auch irgendwie ein bisschen dicht halten. Es die gibt Astronauten ja nicht nur die NASA. Ne? Es gibt ja, sagen wir mal, die Russen oder die Chinesen haben ja eigene Weltraum. Es gibt auch die ESA, die sitzen in Darmstadt. Ja, die ESA gar nicht so weit weg von sich hier. Ja auch alle so miteinander absprechen. Die müssen alle miteinander Konzept entwickeln. Auch während des Kalten Krieges. Ne? Also okay, wir bomben uns zwar an einer Front kaputt, aber über die Aliens, da einigen wir uns Thema auf Stillschweigen. So lange geheim bleiben. Ich meine, irgendwann irgendwann ist ja auch mal so eine Generation weg und dann muss ja das irgendwie auch irgendwo stehen. Also hier ist ein Büchlein für ihn, ein Wieselschweif, hier ist ein schlaue Buch. Also ich würde sagen, es funktioniert prinzipiell schon mal auf demselben Weg, wie es halt damals auch geschafft haben, eine Atombombe jahrelang geheim zu halten. Das war ja keine Verschwörungstheorie, es hat ja funktioniert. Es gibt immer wieder mal vielleicht der ein oder andere Wissenschaftler, der dann auspackt oder so. Gab es ja bei dem UFO-Thema ja auch immer wieder, die werden zwar relativ schnell als verrückt erklärt, aber vielleicht hatten sie ja doch recht. Das sind diese paar, die ausgebrochen sind und vielleicht ausbrechen wollten. Ja. Also ich sag mal, wenn Apple irgendwie jahrelang an einem iPhone entwickelt, dann schafft sie das ja auch plötzlich. Richtig. Ist es aus dem Nichts da und irgendwie die ganze Firma hat die Klappe gehalten, was halt auch... interessant ist. Ich finde das super Beispiel, weil ich denke, diejenigen, die in Firmen arbeiten, ob das jetzt Banker sind oder irgendwo, sag mal, irgendeine wirtschaftliche Firma. Verschwiegenheitsklausel. Der unten arbeitet an der Kasse und das Geld ein- und austeilt, der bei der Bank, weiß derjenige alles, was der oberste Chef in der mit den Weltbanken zu tun hat, wissen die das Gleiche? Muss der das da unten überhaupt wissen? Also beispielsweise Atombombe, der baut an irgendeinem Gehäuse für die Atombombe, weiß was ich, diese Bombe, die abgeworfen werden soll, weiß aber gar nicht, was letztendlich dafür in Material reinkommt. Ja? Also man kann theoretisch, sage ich mal, aus einem Firmenaspekt oder wirtschaftlichen Aspekt her gesehen, das vielleicht doch irgendwie so hinbekommt, dass wir alle an etwas arbeiten, aber keiner genau weiß, wie das Gesamtprodukt eigentlich am Ende aussieht. Das geht mir in meinem Job als Pädagoge ganz genau so. Das ist Softwareentwicklung auch so. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Also das ist, das als Vergleich zu ziehen, finde ich, glaube ich, mal keine schlechte Herangehensweise. Aber das reicht natürlich noch nicht. Aber das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. Ja. Also diese Firmenstruktur, diese pyramidische Struktur, sage ich mal, oben ist nur der allerletzte, der wirklich alles weiß. Mhm. Und dann die nächste Schicht unten drunter, das sind dann drei Hansel mehr, und die wissen gerade noch ein bisschen was. Und dann aber die nächste Schicht weiß dann wieder schon nicht mehr, was der Oberste weiß. Und so bis runter geschichtet kann man letztendlich irgendwas bauen oder untersuchen, was sehr geheim gehalten wird. Und das ist, glaube ich, eine sehr bekannte Strategie auch in Großfirmen, wie beispielsweise Apple oder anderen Firmen. Ja. Aber was
ja, anders gefragt. Wenn es angenommen, es gäbe jetzt den Kontakt schon und das ist alles so passiert, mit welchem Interesse hält man das geheim? Genau. Oder wird da gezielt gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt, ist ja meine zweite Theorie, wir konzentrieren uns jetzt auf die Area 51, aber da ist ja gar nicht mehr, das ist schon längst abgezählt und ist irgendwo anders. Aber mit welchem Interesse? Warum sagt man nicht einfach, ey, Freunde der Nacht, wir haben übrigens jemanden kennengelernt. Das ist hier, keine Ahnung, das ist ETs Schwester. Ich glaube, in dem Moment, wo jeder mal drüber nachdenkt, was du da alles aufrollst, wenn du sagst, also sagen wir mal, der Präsident kommt jetzt hierher, das ist ja das Szenario, worauf wir eigentlich warte mal, es sind ja nicht nur die USA, die angeblich diese Kontakte haben, es ist ja zum Beispiel auch ganz... Okay, alle Präsidenten der ganzen... Ganz hochverbreitet. Von China und Co. stellen sich alle zusammen, treffen sich und sagen, Leute, die UFOs haben wir gesichtet, zum die Außerirdischen sind da, wir wollten euch nur kurz informieren, auf Wiedersehen. Funktioniert das? Ja, das musst du anders machen, aber ich meine... Okay, ein bisschen dramatischer, klar, mit ein bisschen mehr Werbung und so weiter. Ja, mit so einer Nebelanlage und so. Nee, du hast ja das Problem, du gehst rein und sagst, hä, wo kommen die eigentlich her, ist die nächste Frage, so die der Mensch stellt. Wie so eine Autopräsentation. Ja, gut, wo kommen die her? Mit welcher Technik sind die überhaupt hierher gereist? Geht es dann doch, dass der irgendwie so schnell reisen kann? Gravitation. Was haben die für eine Religion? Ja, also du schmeißt... Haben die überhaupt eine? Richtig. Ja, also du machst ganz viele neue Themen auf. Ja, aber ich meine... Ey, ja, aber wenn wir schon bei der Weltregierung, bei der Universumsregierung, es gibt ja angeblich auch so einen Rat der verschiedenen Spezien im All, da sind auch die zwei Menschen irgendwie vertreten, da musst du mal nachfragen, stell doch mal ans Parlament eine Anfrage, die sollen mal ihre Steuerklassifizierung aufnehmen und ihre Nebeneinkünfte. Ganz im Ernst, was wäre denn das Problem, dass du das öffentlich machst, halt auch mit den ganzen Fragen, die sowieso noch offen sind, also dass du sagst, okay, wir wissen nicht, wo sie herkommen. Das Ding ist da runtergefallen, die sehen irgendwie so klubschig aus und weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt so, ich bringe mal so ein paar Sachen rein, die wir gerne noch ausführlicher besprechen können. Das erste ist die Technologie, ja. Die sind ja mit einer sehr weiterentwickelten Technologie wahrscheinlich hier angereist. Und diese Weitertechnologie würde dann vielleicht auch bedeuten, dass wir Menschen uns die dann angucken und dass die aber vielleicht zum einen auch. Genauso wie ja das Atomkraftwerk was Schönes sein kann. Du kannst aus jeder Technologie auch eine Waffentechnologie machen. Und vielleicht ist es besser, diese Technologien, die diese Aliens mitbringen, erstmal geheim zu halten, weil jeder x-beliebige Depp vielleicht daraus eine Waffe machen könnte. Genauso wie der 3D-Drucker, ne? Super geile Idee. Irgendein Vollhonk kommt auf die Idee, baut mit einem 3D-Drucker eine Pistole. Ist schon gemacht worden. Ja, du kannst, also kannst aus allem, jedem Kram. Steingeile Idee, bis du mal einen Stein an den Kopf gekriegt hast. So. Richtig, ja, aber ich glaube, bei so hochentwickelter Technologie und wir würden dann vielleicht doch raus ins Weltall fliegen und mal ein bisschen was ausprobieren, ich glaube, das wäre wesentlich gefährlicher, vielleicht sogar noch gefährlicher. Aber du glaubst als die nicht, dass, wenn, sagen wir mal, in Amerika ein UFO abgestürzt werden, die dann diese Technologie hätten, dass die nicht zu ihrem Vorteil nutzen, aufgrund der Wohl der ganzen Welt? Weil da kommt so Donald Trump und sagt, oh, was haben wir da irgendwie unendliche Energie? Ich glaube, der weiß schnell, das gar schnell nicht. Reisen oder so. Beispielsweise. Ne? Also ich glaube schon, dass es ist ja immer, es ist ja jetzt auch noch so, was ist ich, USA, Russland, wer hat technologischen Vorsprung, auch China, die würden das doch ausnutzen, wenn es da wäre. Ja, und die würden vor allem versuchen zu gucken, dass es dann, sagen wir mal Beispiel, die Amis, die würden erstmal sagen, den Chinesen, den Russen verraten wir erstmal nichts. Wir wollen erstmal ein bisschen besser sein. So, dann passiert es vielleicht aber auch in Russland, dann denken die sich das vielleicht das Gleiche. Ja, das heißt, jeder macht es erstmal im Geheimen und erzählt erstmal lieber nichts dem anderen davon, um einen Waffen- oder wirtschaftlichen Vorsprung zu erreichen. Das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Grund zu sagen, wir halten es erstmal geheim. Oder du meinst, die sind jetzt alle aktuell noch in der Phase, dass sie mit der Technologie experimentieren, aber noch nichts sagen? Ich sage jetzt mal nicht, wo wir aktuell sind, weil ich es erstens, glaube ich, auch nicht weiß. So das, was du heute recherchieren kannst, das geht meistens immer nur so bis zu den letzten 20 Jahren zurück. Mehr wird nicht wirklich preisgegeben. Es wird ja jetzt schon ein bisschen angefangen, Preis zu geben. Aber wie jetzt der Status quo gerade Welt da draußen oder hier, das kann ich nicht genau sagen, das kann ich eher nur vermuten. Aber ich glaube, der ist schon verdammt viel weiter. Da ist bisher noch nichts irgendwie in den normalen Alltag eingeflossen. Weil alle Technologie, die wir haben, kannst du ja wirklich Schritt für Schritt zurückvollziehen. Wo die herkam, was weiß ich, wenn du sagst, krass, so ein Notebook,
was es alles kann, was es alles macht. Aber wenn du schrittweise mal zurückgehst, wo das herkam, Mikroprozessoren, dass du früher halt Transistoren hattest, die ersten logischen Schaltungen, ne, von riesigen Gebäuden, die im Endeffekt mit Relais noch gearbeitet haben und erstmal nur Taschenrechneroperationen durchgeführt haben und das Ganze Schritt für Schritt immer optimiert hast, da ist es ja nicht so, dass du plötzlich sagst, auf einmal aus dem Nichts haben wir irgendwie... kam, also vorher hatten wir nur Rechenschieber und Abacus und ja, jetzt haben wir plötzlich. Wir waren eigentlich tatsächlich schon verdammt weit, sogar 1900 mit dem Herrn Tesla, der ja mehr oder weniger schon Wireless Strom, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wireless Strom, ja, Induktion doch tatsächlich, Induktion, ja, genau, erfunden hatte und weil du vorhin Trump erwähnt hattest, lustigerweise ist Trumps Onkel der damalige CIA-Mitarbeiter gewesen, der als Tesla gestorben ist, ins Hotel gegangen ist, wo er quasi gestorben ist, im Tresor die Tesla-Dokumente gestohlen, also sag ich mal, rausgenommen hat und für die amerikanische Regierung verwahrt hat. Also ich bin sicher, dass der Trump mehr weiß, als er eigentlich so in den Medien so preisgibt. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema, um bei den Technologien zu bleiben. ja, wer hätte denn einen riesen Nachteil, sagen wir es mal so, wenn du jetzt diese erneuerbaren Energien oder fortgeschrittenen Technologien rausbringt? Ja, das wäre in erster Linie natürlich mal der Petrodollar, also sprich die Ölindustrie, weil Öl muss rausgepumpt werden, Öl muss transportiert werden, Öl muss in die Autos rein wieder und so weiter und so fort. Damit kannst du ein Riesengeschäft machen. So, das wenn sind jetzt wir wieder beim Lobbyismus, der Lobbyismus. Wenn du jetzt anfängst, einfach mal kaputt. Hier die freie Energie, die noch freier ist als Windenergie und Sonnenenergie, an den Start zu bringen, dann kriegen die halt ein Problem. Und die du musst ja nicht als freie Energie verkaufen. Du kannst ja als Amerikaner sagen, boah, wir haben hier eine Energiequelle, die liefert noch mehr Energie, das ist ein bisschen günstiger als der Sprit, den wir euch verkaufen, ihr müsst trotzdem bei uns kaufen, wir sind die Einzigen, die sie haben. Also ja, die könnten es dann schon auch kommerziell ausschlachten, oder? Ja, das Problem ist aber, dann wird so ein Welt wie zum Beispiel, also so ein Land wie Afrika oder sowas, kann mal ganz, ganz schnell, Kontinent. Oder Indien, Kontinent, Entschuldigung, kann mal ganz schnell Amerika überholen. Ja? Weil wenn wir nämlich alle diese, sag mal, du hast so ein kleines Gerät, das kann Strom aus der Luft fertig machen. So. Ja, du musst denen ja nicht die Technologie verkaufen, du kannst denen ja einfach nur die Energie verkaufen. Du bist einfach der weltgrößte Stromanbieter. Ja, aber da kommt ja der Nächste und guckt sich das mal an und will daraus sein eigenes Geschäft machen und lässt das Ganze patentieren. Ja, ja gut, das ist halt der Gag. Du musst es halt so ein bisschen geheim halten. Aha! Also ich meine, ja. Also, das ist ja das Problem. Du weißt ja auch nicht, wie dein Akku im Handy genau funktioniert. Ja, aber ja. Es gibt immer ein paar Tüftler, ja? Die gucken sich das an und bauen es nach. Guck dir die Chinesen ein bisschen an. Ja gut, du musst ja nicht das Gerät irgendwo hinstellen, du musst dir das Kabel hinlegen. Das Gerät steht bei dir im Keller gut bewacht. Also du hast auf jeden Fall schon das Problem angesprochen. Du musst doch wieder was geheim halten, wenn das irgendwie vorwärts bringen willst. Aber das ist immer eine Gratwanderung, die nicht so einfach funktioniert. Ja, und die Tatsache ist, es gibt genug Leute, die haben schon längst ein Patent anmelden wollen und sagen, ey, ich habe da was erfunden. Damit können wir, keine Ahnung, die Energie aus der Luft holen. Wir brauchen den ganzen Kram nicht mehr. Windfahrt. Und dann gibt es halt so eine kleine Gruppierung von Leuten, die sagt, das hast du sehr schön erfunden. Das kannst du jetzt gleich wieder mit nach Hause nehmen. Das werden wir ganz sicherlich nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil sonst haben wir hier eine riesen Wirtschaftskrise. Aber dann, wenn doch so auch andere Verschwörungstheorien, also sag mal, andere Informationen einfach geleakt werden über Netflix oder YouTube, warum kann er dann nicht einfach die Anleitung für sein kostenloses Kraftwerk über Netflix oder YouTube oder von mir aus im Dark Web oder weiß ich nicht, wo liegt? Weil es wahrscheinlich dann 10 Sekunden dauert und das Ding ist offline. Nicht. Ja, aber warum sind alle anderen UFO-Dokumentationen, alle anderen Whistleblower, die dir irgendwas auf YouTube erzählen? Um einfach den Leuten zu sagen, ja komm, glaub da dran, aber die Wahrheit sagen wir euch trotzdem nicht. Ich glaube übrigens, dass das Thema, dass es UFOs gibt oder dass es Außerirdische gibt, nicht so kritisch ist, sag ich mal, für die Weltregierung, wie die Tatsache, dass du erzählst, wir haben hier übrigens ein Device, also eine Gerätschaft, damit kannst du hier absolut aus dem Nichts Energie erzeugen. Das also was ist viel ja eigentlich kritischer. Schon gegen jegliche Physik spricht, dass du aus dem Nichts unendlich viel Energie aus der hast. Aktuellen Physik vielleicht. Okay, also das heißt, wir gehen dann über die Relativitätstheorie hinaus. Ja, da bin ich jetzt raus, mach mal. Nee, da bin du ich musst ja irgendwo, du hast ja Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Das Aha. ist ja eigentlich fest. Ne? Also okay. Ja, das Problem ist, du kannst aus dem Nichts nicht Energie erzeugen. Ja, die Frage ist, was ist in dem Nichts wirklich nichts drin? Ja, also gibt ja mittlerweile schon diverse Physiker, die sagen, wenn du einfach mal raus ins schwarze Universum guckst, da sagen die eine, da ist doch gar nichts. Die anderen sagen, das ist voll mit Energie und da ist machst du quasi das nächste Thema auf, wenn wir gerade schon wieder dabei sind. Also wir hatten jetzt quasi die Technologien. Du musst quasi auch gucken, okay,
die Wissenschaft stellst du ja automatisch auch in Frage. Das ja? ist halt das Problem. Weil die müssen ja irgendwo hergekommen sein. Da muss es doch noch was geben, so wie keiner damals zum Beispiel irgendwann mal die Elektrizität erfunden wurde. Das war ja auch bahnbrechend, ja. Vielleicht kommt es dann wieder der neue Schritt, wo es dann wieder heißt, okay, wir haben was gefunden, was ungefähr von unserer heutigen Sicht aus gesehen bahnbrechend genauso ist. Also man hat die eine komplett neue Wissenschaft nicht erfunden, sondern man hat sie bloß entdeckt. Im Endeffekt entdeckt und nutzbar gemacht, genau. Weil irgendwie vielleicht müssen ach, die wir Dinos auch haben schon mal einen Blitz entdecken. Abgekriegt. Das war ja auch schon Elektrizität, obwohl die gar nichts gemacht haben. Vorher hast du nicht gewusst, dass eine Blitzelektrizität drin ist. Aber und jetzt auf einmal musst du vielleicht noch mehr entdecken. Vielleicht entdeckst du doch, dass im Weltall mehr Energie los ist, als es jetzt gut, dann würdest du halt immer umwandeln. Aber du würdest nicht aus dem Nichts Energie erschaffen halt. Damals hast du ja auch gedacht, Blitz ist vielleicht nichts. Und dann hast du gemerkt, okay, da ist verdammt viel los drin. So, und wenn du jetzt ins Weltall guckst, sagst du auch, es ist jetzt nichts, aber in Wirklichkeit ist vielleicht verdammt viel los drin. Okay, also du müsstest auf jeden Fall hergehen, und da bin ich jetzt auch kein Fachmann dazu, aber du musst schauen, was sagt die Wissenschaft, was sagen die aktuellen Physiker und so weiter und so fort. Und da schneiden sich auch die Geister. Ja? Da gibt es ja die, die sagen, wir müssen schon das so behalten, wie es jetzt war. Das widerspricht sonst allem anderen, was bisher da so untersucht wurde. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel Dokus dazu anschaust, aktuelle veröffentlichte Dokus, ja, nichts mit Verschwörungstheorien, da gibt es viele Wissenschaftler, die sagen, da ist nicht einfach ein schwarzes Loch, das Ding ist einfach voll mit voller Energie. Ja. Ja gut, das ist halt Masse, ne? Masse. Ja. Auf jeden Fall etwas, aber was wir noch mehr erkunden müssten und das vielleicht auch erklären könnte, dass es funktioniert, dass Außerirdische hergekommen sind. Also ich glaube da tierisch dran, dass die schon mal hier waren und dass sie auch hier sind. Das glaube ich tatsächlich. Da war schon mal besucht worden, Conny. Nee, ich noch nicht. Aber weißt du, was ja das Schlimme an der ganzen Sache ist? Jetzt oute ich mich hier mal. Ja? Vielleicht bist du ja außerirdisch. Ich? Du bist aus dem Aschaffenburger Umland. Vielleicht sind wir alle außerirdisch. Ich komme aus dem Landkreis, ja. Das ist im Endeffekt schon fast außerirdisch. Aber du hast auch wieder ein Thema angesprochen, und zwar die Geschichte. Warte mal ganz kurz. Wenn du sagst, die waren vielleicht schon mal da, dann würde sie auch die Geschichtsbücher vielleicht ein bisschen in Frage stellen, weil da müsste es ja eigentlich drinstehen, oder? Naja, da gibt es ja diese ganz komischen Zeichnungen und so in diesen Feldern. Ja, und aber so. Da denke ja, ich mir doch auch, guck mal, die Zeit, in der das Universum existiert, das existiert schon so lange. Und wir sind im Endeffekt nur so ganz, ganz klein, die letzte Millisekunde in der aktuellen Zeitwahrnehmung. Und ich meine, die könnten ja überall da aufgetaucht sein. Warum gerade Tauchen die alle gerade in Amerika auf, vor allem, und in Belgien? Das würde mich mal interessieren. Das könnte doch vielleicht damit zusammenhängen. Dass Belgien ist hoher UFO-Spot. Ja, du musst das überhaupt treffen, das kleine Land. Ja, das ist ja in den USA. Ja. Irgendwo, große Wüste, da also kann man ja gut landen. Große Spots, Platz. Aber große Spots für UFO-Sichtung ist Belgien, USA, Russland. Also nee, Belgien ist sehr nah an den Niederlanden. Da kann ich mir schon erklären, wo da die großen Spots, wo die vermehrten UFOs aufgetaucht sind, das darfst du nicht nach Ländern sehen, sondern das musst du nach Einrichtungen, wo nukleare Sachen angebaut wurden. Und militärische Geschichten. Also die ersten UFOs wurden tatsächlich da gesichtet, wo Uran angereichert wurde und die Atombombenversuche gemacht wurden. Ich meine, Roswell war ja nicht weit entfernt tatsächlich von diesen ersten Atombombenversuchen. Ja, Nordkorea Mods was los. Und dann, ja, mit Sicherheit auch. Also überall da, wo quasi die Atombombenversuche gemacht wurden. Und da lässt sich doch auch, da geht doch automatisch auch die Frage auf, warum ausgerechnet sind denn da die UFOs am häufigsten zu sehen? Also die fliegen aber trotzdem auch dann anscheinend, haben ein Interesse an Kernenergie. Vielleicht haben sie ein Interesse entweder an Energie oder wollen mal gucken, was wir Menschen da so treiben, wenn wir so eine Atombombe zünden. Vielleicht hat es nämlich auch Auswirkungen auf deren, sag ich mal, Atmosphäre, Leben oder Zukunft des Planetens. Vielleicht haben die auch Angst gehabt zu sagen, wir gucken mal, dass die es jetzt nicht übertreiben, die Menschlinge da unten. Vielleicht sprengen die noch ihren eigenen Planeten in die Luft und das wäre ja auch nicht das so gut. Natürlich die greifen so Maßregeln ein, so ein bisschen, meinst du? Vielleicht lassen sie uns immer erst so lange in Ruhe, bis wir es vollkommen übertreiben und dann müssen sie mal hier... Hör auf die Finger, da kommt aber der Lehrer durch so ein bisschen. Das, das ist ein bisschen der Pädagoge, sein, der da so... ja, du kannst es hier, Timmy, du kannst mit dem Cuttermesser, du kannst ja jetzt, aber... Nee. Nicht die Linda im Auge, aua, nein. Aua, nee, es gibt tatsächlich unfassbar viele Air Force, ehemalige Air Force Mitarbeiter, die an solchen Facilities gearbeitet
angemeldet haben und einfach nur auch damit beschäftigt waren, quasi diese Facilities zu überwachen, die diese UFOs gesehen haben und gesagt haben, hier im Hauptkommandant hier so von wegen, da draußen schwirrt was rum. Das hat unsere ganze Anlage hier gerade irgendwie abgeschaltet. Komplett abgeschaltet. Das müssen doch die Russen gewesen sein. Die wussten selber nichts, genau. Genau, die wussten auch nichts davon. Und auf den Radarschirmen taucht nur für eine Millisekunde irgendwo was auf und es ist unerklärbar. Also es ist auch dokumentiert. So. Und auch das ist ja auch technisch über einen elektromagnetischen Impuls wäre das ja machbar. Also es gibt ja auch heute schon, zum Beispiel, wenn du eine Atombombe zündest, entsteht auch ein elektromagnetischer Impuls, der auch jedes Gerät durch Induktion... Man merkt, das ist sein Lieblingsthema. Nein, das ist ja schon, weil wir vorhin ja bei Wireless Strom und so waren. Ne? Oh ja. Mein Induktionsherd funktioniert genauso im Endeffekt. Ne? Du hast ein Magnetfeld, das sich ständig wechselt. Vom Bildband zum Induktionsherd. Ja, Entschuldigung. Ja, im Endeffekt ist ein EMP-Impuls... Nichts als einen großen Induktionsherd. Nur, dass anstatt ein Topfboden heißt, wir brennen dein Handy durch. Die Leute, die da waren, die haben tatsächlich, das ist auch, wie gesagt, wissenschaftlich, gibt's da Beweise, es gibt Radaraufnahmen, es gibt Fotos davon und so weiter und so fort, dass diese Dinge abgeschaltet wurden und die alle ein bisschen blöd dastanden. Also auf einmal keine einzige Atombombe mehr hätten irgendwie in irgendeine Richtung schießen können. Und das auf der ganzen Welt. Also da haben die Russen mit den Amerikanern getelefoniert und umgekehrt haben gefragt, sag mal, wart ihr das? Nee, das waren wir auch nicht. Ja, das sagen die Russen viel. Wer waren das jetzt? Und da draußen leuchten ein paar schöne Lichterchen drumherum und machen sich lustig darüber, was die eigentlich alles Schönes können. Habe ich vor ein paar Wochen erst, ich weiß es gar nicht, auf irgendeinem Spartenkanal, History, Sci-Fi, nee, vielleicht auch Kabel 1 Doku, die sind ja da auch gut drin, erst gesehen. Aber wo man nochmal ganz kurz zurück, du hast ja gefragt, hast du schon mal welche gesehen, waren die schon mal besucht? Nee. Und wenn es um solche Dokus geht, die kann ich auch nur bei Tageslicht gucken, da bin ich nämlich viel zu anfällig für, weil ich das dann wirklich, dann knackt's, irgendwo bin ich raus. Kann ich mir nicht, weiß ich auch nicht warum. Bin ich echt ein Schisshase. Aber ich wüsste auch gar nicht, was du machst, wenn die vor der Tür stehen. Ja, erstmal hallo. Also wahrscheinlich stehen sie einfach. Wir kommen in Frieden auf jeden klassisch Fall. Klassisch ist ja, dass sie da irgendwie. Kein Streit anfangen. Dass sie irgendwie im Zimmer stehen. Das ist ja immer so Klassik, was du so liest, aus diesen ganzen Entführungsgeschichten. Du bräuchtest auf jeden Fall, um es zusammenzufassen, eine jede Menge Leute, haben sie ja gerade aufgelistet, die bei der Air Force gearbeitet haben, die bei der NASA gearbeitet haben, die in den Medien gearbeitet haben, ja, bei den großen Sendern, die ja wahrscheinlich auch was mit vertuschen müssen, damit sowas nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und tatsächlich gab es 2001 mal ein großes Event, wo viele von diesen verschiedenen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, es nicht mehr ausgehalten haben. Du sprichst von dem Press Club Event. Richtig. Das war mal ein National Press Club Event 2001 im Mai in Washington und dort sind CIA-Mitarbeiter, Leute von der Air Force, Leute von der NASA und so weiter und so fort, haben sich wohl mal irgendwie geschafft, doch zu finden und zusammen ein Event zu machen, das jetzt, sage ich mal, eher aus so einer Funding oder Freiwilligen, es ist ja National Press Club, ist ja eher so, sage ich mal, nicht beeinflusst von irgendwelchen Richtungen, sondern eher so freiwilliges Plattform und haben tatsächlich jeder ihren Statement da abgegeben, was wahrscheinlich sehr viel Mut gekostet hat, weil die sollten eigentlich alle ihre Klappe halten. Ja? Und da sind jetzt auch, wenn wir wollen, können wir ruhig mal auch ein paar Namen nennen an der Stelle, die wirklich gesagt haben, Leute, das gibt's und wir halten es jetzt nicht mehr länger aus, unsere Klappe zu halten. Wir sollten jetzt mal was dafür tun. Und die haben dann quasi irgendwo sich zusammengefunden, so ein Vereinsheim gemietet und haben dann da Das Event Wahrheit findet immer statt, so, glaube ich. Ne? Das ist ein regelmäßiges Event. Das konnte dann auch keiner der Entscheidungsträger verhindern. Also, dann denke ich mir auch, wenn das so lang irgendwie mit über Geheimdienste sowas geheim gehalten wurde und dann kommen die und sagen, ja übrigens hier, könnt ihr euch schon mal notieren, am so und so viel machen wir ein Event, da sagen wir dann die Wahrheit. Dass sie dann bis dahin alle zufälligen Unfall gehabt haben, ist doch irgendwie also komisch. Also tatsächlich gab es auf der einen Seite Leute, die das Ganze nicht überlebt haben. Also es gibt mit Sicherheit einige Mitglieder, die dabei gestorben sind, an die Öffentlichkeit zu gehen. Es wurde ja vor diesem der Dokumentation unacknowledged von Stephen Greer, gab es die Dokumentation Sirius. Und das ist einer der wichtigsten, sage ich mal, in Anführungszeichen Insidern, ist bei diesem Dreh wurde umgebracht. Ja? Oder die Familien werden erpresst. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht, du kannst nicht so ein Event machen, wenn es nicht doch langsam eine Gruppierung von diesen, sage ich mal, eher geheimeren Gruppierungen sich revolutioniert und sagt, wir müssen jetzt mal eine eigene Gruppe bilden und müssen es an die Öffentlichkeit bringen. Und wir haben hier aber auch Leute, die jetzt uns unterstützen, die anderen wenig fernhalten oder uns Bescheid sagen, falls da irgendwie was an dem Termin gerüttelt wird. Also da müssen schon einige Leute nach vorne kommen, um dieses Event überhaupt möglich zu machen. Also die hatten mit Sicherheit auch
bei der CIA, bei der Air Force und so weiter und so fort und bei der NASA dann Leute gesagt, okay, macht es. Guckt mal, wie es die Leute vielleicht auch aufnehmen. Guckt mal, ob es überlebt. Da gab es einige, die haben sich mit Sicherheit weiterhin geärgert und gesagt, nein, das können wir nicht machen. Aber irgendwie ist dann halt mal der Knoten geplatzt und es kam glücklicherweise zu diesem Event. Aber gab es nicht öfters diese Events oder was ist ein einmaliges Ding? Verwechsel ich da gerade was? Nee, es war mit das erste größere Event. Das war 2001. Aber es gab vorher schon solche Treffen. Also es war zumindest das, wo mal über 80 Millionen Leute mal in Amerika mit zugeguckt haben. Und danach gab es aber wiederum die Secret Agency, die gesagt haben, Leute, dieses Programm wird jetzt eingestellt. Das wird jetzt nicht mehr weiter veröffentlicht. Und es wird auch immer noch regelmäßig dieses National Press Club Event Video, was es gibt, da waren ja viele Kamerateams dabei, wird immer wieder mal noch auf YouTube hochgeladen, aber auch wieder regelmäßig gelöscht, was ich auch wiederum interessant finde. Aber es wird, also es ist ein Streiten um so diese... So wie die alten Mythbusters-Folgen. Um diese, so gespiegelt hochgeladen werden und so. Ja, also es ist ein Streiten um dieses Event, aber es kann nicht mehr geleugnet werden. Also es ist da, man kann es heute, jeder gibt einfach rein auf YouTube National Press Club Event und dort findest du den FAA-Mitarbeiter John Callahan zum Beispiel. Das ist derjenige, der sich darum kümmert, wenn zum Beispiel irgendwo irgendwas abstürzt, dann gibt es quasi die sogenannte Fluguntersuchungs... Das ist der ADAC von den Aliens. Richtig, so, ja. Nee, ADAC von den Flugzeugen, ja, ganz normal Flugzeugen. So generell, ja. Genau, ja. Und die werden natürlich bei Abstürzen auch von UFOs gerufen und der sagt ganz klar bei diesem Press Club Event hier, we don't tell the public about it, ja. Wir haben den Auftrag, es niemanden in der Öffentlichkeit zu erzählen und das hat er jetzt an diesem Tag halt irgendwann gebrochen. Und er gibt zu, musst du dir vorstellen, das ist der oberste Chef bei der Untersuchung um Flugunfälle, der hat 20 oder 30 Jahre lang die Klappe gehalten, weil er es angeordnet bekommen hat. Der hat 20, 30 Jahre lang gelogen. Es gibt und die da haben auch sich jetzt alle an diesem Press-Club-Event getroffen und haben gesagt, so, wir sagen jetzt, wie es aussieht mit den UFOs. Richtig. Okay. Und wir sagen es jetzt einfach nur so, weil wir nicht die Bösen sein wollen, sondern die haben halt einfach Angst, dass dieses Geheimhaltung irgendwie zu keinem Ziel mehr führt. Die haben vielleicht wirklich damals gedacht, okay, es ist besser, erstmal geheim zu halten. Deshalb, es ist vielleicht auch erstmal gut gewesen, die ganze Geschichte geheim zu halten. Es bringt ja, wie gesagt, sehr viele Gefahren mit sich, einfach mal so zu behaupten, es gibt außerirdischen UFOs. Aber die sind jetzt, und viele von diesen in der Regierung, in der Militär, sind jetzt auf den Trichter gekommen, es kann so nicht mehr weitergehen. Also zumindest eine Gruppierung. Mhm. Und die haben sich auch so ein bisschen abgeschnitten von den anderen, die sind immer noch sich nicht trauen oder sagen, es ist immer noch gut, dass wir es geheim halten. Und deshalb gibt es diese Streitereien und diese sage ich mal, dieses Durcheinander in dieser Thematik halt auch. Okay, die ganzen Wissensträger haben sich dann da zusammengesetzt und was kam dabei ans Tageslicht? Also es kam ans Tageslicht, wie gesagt, dass zum einen dieser FAA-Mitarbeiter, der sich da öffentlich zugibt, okay, er hat jahrelang gelogen, diese Sachen sind wirklich abgestürzt, ich habe sie mit den eigenen Augen gesehen, dass er abgestürzt ist. Also er hat wirklich gesagt, ich habe an den Abschnittstellen Alien-Technologie oder was. Richtig, gesehen. UFOs gesehen. Dann gibt es zum Beispiel einen anderen, zum Beispiel der Captain Robert Sellers. Ja? Der hat bei der Air Force Base in Montana gearbeitet, das war ungefähr 1967. Und das war einer von denen, der hat gesehen, dass, also der hat gearbeitet bei einer Sicherheitseinrichtung von diesen nuklearen Sprengköpfen. Mhm. Und der war dabei und er hat seinen Sheriff angerufen, in Anführungszeichen, natürlich nicht Sheriff, das ist umgangssprachlich, gesagt, hier ist gerade alles deaktiviert worden, systematisch, unsere ganzen Abschussanlagen. Und es ist auch festgehalten. Und der hat auch gesagt, es darf nicht an die Öffentlichkeit kommen, dass wir gerade vollkommen tatenlos quasi wären, falls wir angegriffen werden. Kann ich auch verstehen. Das sollte nicht das an die Öffentlichkeit. War auf jeden Fall ausgeschlossen, dass das eine andere Ursache war. Irgendwie ein russischer Hacker. Der hat gesehen, die Putzfrau, die über Strom kam. Nee, der hat gesehen, vor seinem quasi, schon gehabt, vor seiner Base diese Lichtphänomene, die halt sehr UFO-mäßig aussahen. Sag mal, sagt ja nichts anderes als... Gibt es aber auch Radaraufnahmen zu. Richtig, gibt es auch Radaraufnahmen dazu. Wo keiner weiß, was es ist. Dann gibt es einen zum Beispiel, der Carl Wolf, der hat bei der Air Force Lunar Project bei der NASA mitgemacht und der hat als Fotoentwickler da gearbeitet und er ist auch nach vorne gekommen und hat gesagt, Leute, ich verheimliche schon seit Jahren Fotos von
Basen auf dem Mond von irgendwelchen Sachen, die wir zensieren, da von irgendwelchen Aufnahmen. Von Basen auf dem Mond? Ja, wir reden tatsächlich von, sag ich mal, Strukturen. Du kannst ja jetzt schon als Amateur mit einem Teleskop auf dem Mond. Rückseite. Ich sehe die auf der Dark Side auf dem Mond. Ich sag jetzt einfach nur, was der Typ gesagt hat, weißt du? Das ist halt, wenn der sagt, der zensiert Fotos. Wird's eng hinten auf dem Mond, ey, mit den ganzen Nazis noch und was weiß ich, was da oben noch alles ist. Das könnte schon relativ viel los sein, ja. Und dann gibt's zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten Typen, das war der Clifford Stone von der US Army und der war tatsächlich bei der Bergung dieses von dir vorhin genannten UFO-Absturzes aus Roswell dabei und erklärt in aller Ausführlichkeit, wie viele Finger diese Aliens haben, wie lange da noch einer gelebt hat, wie viele von denen tot waren, wie die aussahen und so weiter und so fort. Ne? Entspricht und so erzählt halt auch, dass er die Klappe halten musste für die nächsten 30 Jahre. Und dann, aber warum nur für 30 Jahre? Gut, es war 2001, wann wurde das, wann ist das passiert? 1989 ist er, glaube ich, in Rente gegangen. Okay. Und dann hat er gesagt, wir haben übrigens mittlerweile 60 verschiedene Spezies adoptiert. Und es war 1989. Das will und der hat schon, also die, der hat schon wirklich gesagt, wie die aussehen. Der hat eine 1947 Form. Wenn du jetzt von Fingern sprichst, weil das denke ich mir auch, warum sollten die so androgyn aufgebaut sein wie ein Mensch? Also auch mit Kopf oben, Beine unten, rechts, links jeweils ein Arm. Warum haben die genau zwei Arme oder zwei Beine? Also ich kann dir, wenn du willst, also mal kurz sogar einen Ausschnitt mal hier ans Mikrofon halten oder auch zeigen, wenn du möchtest. Ja, gern. Wie der Typ das erzählt, wie der auch aussieht und wie dieses National Press Club Event war. Wir können es dann entweder hier auch digital reinschneiden oder auch einfach mal so anhören. My question is actually to my question is to Clifford Stone. You said that you had seen aliens on a craft that had crashed. I wondered if you could describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. Situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least three types of the grays. Yeah. You had some. Also das heißt, es sind aber dann doch schon, sagen wir mal, Wesen, die auf unserer kohlenstoffbasierten Physik. Also die kannst du anlangen, also die wenn haben wohl Arme und Beine, hat er gesagt, die könnten unter uns laufen, ohne dass du erstmal groß verdacht. Es gibt welche, die sehen so aus wie wir. Es gibt welche, die sehen aus wie diese typischen Grays, wie man diese auch immer diesen Film sieht und so weiter. Dann gibt es welche, die sehen vielleicht auch aus wie Reptilien. Er erzählt, er hat über 60 verschiedene Spezien. Das heißt nicht 60 Leichen oder Aliens gefunden, sondern 60 verschiedene Spezien. Ja, aber da das bedeutet, die haben ja noch viel mehr gefunden, ist wahrscheinlich, weil die sind in Gruppen wahrscheinlich dann auch. Aber denke ich mir doch, der Mensch und dieses das anthropomorphe Wesenbild halt. Also Kopf oben, Beine unten, rechts, links, Arme, Torso. Das haben die so alle, hat er erzählt. Das ist sehr interessant. Ja, aber das hat sich ja entwickelt dadurch, dass es hat sich ja aus der Umgebung entwickelt, in der der Mensch quasi groß geworden ist, aus der Sache, dass wir aufrecht gehen gelernt haben irgendwann, dass wir die Hände als Werkzeuge einsetzen also mussten. Also du schneidest die Evolutionstheorie an, würde ich sagen. Aber jetzt pass auf, aber ein Fisch oder ein Wasserwesen, das allein schon, das quasi nur vielleicht 20 Meter tiefer in einer anderen Umgebung sich evolutioniert hat, hat sich wieder komplett anders evolutioniert. Oder ein Vogel, das heißt, die müssen ja eigentlich in einer sehr uns ähnlichen Umgebung gelebt und quasi sich entwickelt haben, um eben auch komischerweise genau den Aufbau zu haben, den wir jetzt haben. Und das ist ja doch schon irgendwie. Also, das wäre schon arger Zufall. Ich meine, wenn das. Ich glaube, eher dran glauben, paar, wenn es so komische. Ich glaube, es gibt ein paar, die sind einfach. Schleimblock-Energiemonster wählen oder sowas. Aber dass die gerade aussehen wie ein grau angemalter Lilliputaner, ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, solche und solche. Also, man darf nicht sagen, okay, es gibt die Aliens oder es gibt die ETs. Es gibt einfach unfassbar viele Spezien und Zivilisationen da draußen. Ja? Es gibt die, die sehen einfach eins zu eins vielleicht wirklich aus wie wir und sehen auch nicht viel anders wie wir. Haben sie vielleicht irgendwelche komischen Tiere entdeckt? Irgendwelche und dann gibt es welche, die können wahrscheinlich in unserer Atmosphäre, wie wir sie hier haben, keine zwei Sekunden überleben. Das bin ich auch von überzeugt. Die waren wahrscheinlich auch relativ. Ja, gut, cool, aber das wäre wie wenn du den Fisch aus dem Wasser ziehst. Das schafft kann dann auch nicht. Ja, genau. Sein, aber ja, natürlich.
Ja, also du musst dann quasi anfangen, Kategorien zu bilden. Das haben die ja gemacht. Die nehmen dann die entweder Leichen oder vielleicht noch Lebenden und interviewen die, untersuchen die. Und das sind manchmal tatsächlich übrigens auch Insider, die nach vorne kommen, sind nichts anderes wie Ärzte, die, sagen wir mal, wie Menschenleichen obduzieren. Gibt es auch welche, ganz bekannter davon ist der sogenannte Emery Smith, der ist jetzt nach vorne gekommen, also rausgekommen als Insider und hat gesagt, er hat über 500 verschiedene Leichenteile von Außerirdischen inspiziert, untersucht, biologisch, nicht nur technisch, sondern auch biologisch muss man das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Also die gibt es auch und er war vorher auch erstmal nur ein Arzt. Ja, und die nimmst ja auch, rekrutierst sie und dann müssen die aber halt ihre Klappe halten. Und ja, weißt du mir aber da jetzt auch schon mehr, so was für einen Stoffwechsel die haben oder worauf das basiert? Das wäre, glaube ich, was für weiterführende das Kapitel, wenn wir darüber nochmal sprechen, weil es geht schon sehr nah in die Materie. Das Thema offen für eine von der nächsten Episoden. Ja, weil ich denke, es fehlt erstmal noch so der Zugang dazu, okay, ist es wirklich möglich, so lange ein Thema so lange geheim zu halten und wer muss da alles mitspielen, weil jetzt haben wir so viele Wir haben jetzt unheimlich viel angesprochen. Wir haben ganz viel angerissen. Also im Endeffekt jetzt musst du langsam doch mal Namen und Beweise und das Ganze mal anfangen, vielleicht auch aufzudröseln, sonst kommst du in die Bredouille. Und da kommen wir jetzt. Also wir sind jetzt noch bei dem Press Club Event und da sind einfach Sachen von vielen Leuten auf einmal zum gleichen Zeitpunkt geleakt worden, sage ich jetzt mal. Und dann haben da ist ein paar Steine ins Rollen gebracht. Ja, zwar super ins Rollen, aber leider nicht genug ins Rollen, weil es war 2001 im Mai, wo das war. Ein paar Tage. Und dann, was ist noch 2001, ein paar Monate später passiert? 9/11. So, und danach war das Thema erstmal aus den News vollkommen raus. Aber glaubst du, das ist ja aber auch ein Verschwörungsansatz. Nee, das kann ja auch Zufall gewesen sein. Ja, aber was auf jeden Fall Tatsache ist, das Thema war erstmal wieder weg vom Fenster. Wir haben nur noch in den Nachrichten Terrorismus gelesen, weißt du? Okay. Und die hatten überhaupt keine Chance mehr, sag ich mal, diese Gruppe, ne, von der wir gerade gesprochen haben, das jetzt wieder auf Vordermann zu bringen, das Thema, weil die Medien haben erstmal nur dem Terrorismus hinterhergelaufen. Also das ist jetzt echt mega spannend. Also wir haben jetzt ganz viele Sachen angerissen. Ich finde das Thema ja mega spannend. Ja, aber war das wirklich so krass in Medien? Weil ich habe davon jetzt nichts mitgekriegt. Eher in Amerika. Ja, weil die, ich sage das jetzt einfach mal so, weil das, was ich so lese und so, ist, dass die deutsche Presse sich da arg zurückhält mit. Aber überall anders läuft es ein bisschen anders mit der Presse. Das ist zumindest das, was ich wahrnehme. Ja. In dieser, ich sag jetzt mal, Szene. In der Blase. In dieser Szene halt. Ich finde das super spannend. Wir können mal ganz viel drüber sprechen. Und ich glaube, das machen wir dann auch nochmal in so Unterkapitel, weil ich glaube, du hast da ganz viel gerade aufgeschrieben. Ne? Also ich habe, wie gesagt, schon sehr viel Zeit mitgebracht. Weil unsere Stunde hier ist jetzt gleich rum und ich auf den Timer gucke. Hast du schon mal sowas gesehen? Live? Hast du schon mal ein UFO live gesehen? Ich habe noch kein UFO live gesehen, nein. Ich auch nicht. Das nicht, aber es gibt ja, wie gesagt, eine Gruppierung von Leuten, die gerade auf dem Weg dahin sind und da fand ich das auch spannend, wie du gesagt hast, die Deutschen hängen damit so auch in den Medien und in der Presse unfassbar hinterher. Die Deutschen hängen da unglaublich mit dem Thema hinterher, weil jeder, der damit anfängt zu reden, wird erstmal als vollkommen verrückt abgestempelt und muss vielleicht am Ende noch Angst haben, seinen Job zu verlieren, ja, so in der Wahrscheinlich, Richtung. Wahrscheinlich, ja. Und das ist auch interessant, woher das überhaupt kommt, dass das so ist, weil in anderen Ländern, gehen wir nach Schweden sogar auch, nicht jetzt nur mal Amiland. Nee, die Schweden sind da auch viel offener drüber gesprochen und recherchiert und die sind auch schon, klingt jetzt echt abgefahren, die sind auch schon weiter damit, Gruppen zu bilden, die tatsächlich anfangen, Kontakt aufzunehmen mit sag ich mal, außerirdischen Lebensformen. Und wir Deutschen sind einfach da am lahmsten, sag ich mal. Einfach stehen dahinter. Wird es bald so einen Communicator bei IKEA geben? Ich glaube, dass in den nächsten paar Monaten und Jahren extremst viel passieren wird, was dieses Thema angeht. Und einen Communicator brauchst du gar nicht, weil es kann nämlich jeder ohne Communicator, weil um Kontakt aufzunehmen mit den Wesen, hast du eigentlich schon alles bei dir. Alexa, ruf Melmark an. Ja. Das ist eine Sache des Bewusstseins, so viel verrate ich schon mal. Aber wenn wir da mal einsteigen, spannend, wir machen das ein bisschen, wie machen wir das? Ja, ich würde sagen, wir wenn so ein kleines Spin-off machen von Alarmstufe Beige, dass ich eben mit unserem Dauergast einfach mit diese Themen durcharbeitet. Ja, in dem Fall bist du ja dein Dauergast. Das ist eine Herzensangelegenheit von dir. Ich finde es einfach nur mega spannend. Daran zu glauben, ist eine Herzensangelegenheit von mir als Skeptiker, die Sachen kaputt zu reden.
Ah ja, und, du stellst gute Fragen, wir die Leute auch da draußen fragen. Jemand dabei, der sich da in der ernstzunehmenden Tiefe mit befasst hat, weil das muss ich wirklich sagen, also wir haben es ja vorher schon mal so ein bisschen unterhalten, die Tiefe, in der du recherchiert hast, ist wirklich beeindruckend. Das stimmt, also das ja. Man muss halt anfangen, muss einfach anfangen aus dieser, wie du sagst die ganze Zeit glauben, ja, es lässt sich alles überprüfen, es lässt sich quasi recherchieren, dann ist es keine Glaubenssache mehr, sondern dann ist es einfach nur noch wissenschaftliches Arbeiten. Dann kann man auch hinterher sagen, okay, die gibt's nicht. Oder die gibt's, oder das ist passiert und das ist nicht passiert. Das hängt eigentlich alles nur damit zusammen und da lerne ich auch jeden dann quasi zu Hause ein. Fangt einfach mal an, wenn ihr uns nicht glaubt, selbst zu recherchieren und dann findet du selbst einfach mal raus, was also stimmt. Man kann sich da tatsächlich echt drin verlieren. Weil was ich nicht so leiden kann, ist ja Leute, die sagen, das kann alles gar nicht sein, haben aber selbst noch nie mal angefangen, eine Buchseite aufzumachen oder mal wenigstens in irgendeinem Internetforum auch nachzurecherchieren, ob sowas vielleicht doch irgendwie gestimmt haben können. Mein Problem ist, ich streite nicht ab, dass diese Sachen irgendwo stehen. Ich bin immer nur vorsichtig, was die Glaubwürdigkeit solcher Fakten angeht. Das ist auch wichtig heutzutage. Weil ins Internet kann jeder alles schreiben. Das stimmt. Ne? Du kannst Fotos so gut fälschen, dass du es für den normalen Laien nicht mehr nachvollziehbar machst. Du kannst alles auch Filme, fälschen. Audiobeweise. Ne? Ja. Das ist alles so ein... Ja. Also es gibt eigentlich so eine Art Strategie entwickelt, die habe ich auch so ein bisschen für mich selbst entwickelt. Erstmal alles angucken und erstmal sagen, okay, das hat er gerade gesagt. Das kann stimmen oder kann nicht stimmen. Ja. Dann fängst du an zu filtern, dann suchst du mal, ob es so jemand anderen gibt, der aus vielleicht einem ganz anderen Bereich kommt, der dasselbe sagt. Ne? Also wenn einer von der NASA dasselbe sagt wie der von der Air Force, dann wie der von den Medien CNN und so weiter und so fort. Die haben sich alle vorher nicht gekannt, erzählen aber alle genau darüber, dass der Alien, der damals in Roswell war, nicht drei Finger hatte, sondern vier Finger hatte und was ich. Dann wird es langsam vielleicht doch interessant, weil, oder ich sage mal, ein bisschen glaubwürdiger, dann kannst du es in diese Ebene ist wahrscheinlich richtig hochschieben oder du schiebst es in die Ebene, ist sehr unwahrscheinlich. Und so forschst du oder recherchierst du, denke ich, am besten. Ich denke mir halt immer an Fakten, an die man so einfach rankommt. Ja. Das ist schon wieder, das hat schon immer Geschmäckle. Wenn du es einfach durch Googlen im Internet finden kannst, konntest du aber Google, eine Suchmaschine einer amerikanischen Firma. Ja, aber warum soll das? Warum soll die Weltregierung oder die Weltverschwörung zulassen, dass diese Informationen im öffentlichen Weil sie es jetzt langsam auch wollen. Vielleicht wollen sie langsam auch, dass ich mal so Leute wie ich, die vielleicht viel recherchieren, mit so Leuten wie ihr, die gerne mal ein bisschen was durch das Mikrofon der Welt gerne preisgeben oder gerne Moderatoren auch sind, vielleicht sich zusammentun und langsam die Menschen und vielleicht auch die Deutschen, die noch sehr weit hinterherhängen, sich mal wieder wenigstens anfangen, mit der Sache zu beschäftigen. Weil Tatsache ist ja, dass aber immer mehr und mehr Dokumente gerade veröffentlicht werden. Ja, ne? Warum machst du da nicht also einfach, offizielle Dokumente. Warum machst du denn hier klingelingeling, so Bundespressekonferenz, so, alles klar. Wir sagen es euch jetzt so, wie es ist, bevor wieder 100 Leute 100 Theorien aufstellen und sich vielleicht irgendwo reinschwurbeln, einfach mal wirklich alle Fakten so hart, wie es ist. Einfach auf den Tisch legen. Ja, aber du musst genau die Menschen steuern. Schon ein bisschen ja nie, drauf vorbereiten. Du kannst nicht einfach. Ja, aber doch nicht mit Verschwörungstheoretikern und irgendwelchen Leuten, die in erster Linie doch gern mal als Spinne abgestempelt werden. Dann ja. Doch lieber. Dann so war es die ganze einer Zeit. Vom Institut Fresenius mit Nutella-Brot in der Hand und sagt: So, Leute, wir haben geforscht. Sieht jetzt, ne, sieht ja, genau aber du so bist, sehen die du aus. Bist, die kommen her, lachen. Die fahren Diesel. Die sind nicht. Schon längst da. Du musst nur mal rausgucken. Also die gibt es tatsächlich schon, die ganz offiziellen Typen. Es gibt den ehemaligen kanadischen Verteidigungsminister. Der hat ja auch ein ganz spannendes Statement. Der hat gesagt, ja, aber die machen UFOs, alle Alleingänge. Nee, warum kennen die sich zentral gestellt? Nee, die sind ja schon hier auch in der Gruppe ein bisschen zusammen. Aber die werden halt von der Regierung, nur die Regierung hat auch ein bisschen Angst. Ja, stell dir mal vor. Gesagt, die haben Interesse daran, dass es langsam. Ja, aber glaubst du, die Regierung stellt sich gerne hin und sagt, Leute, wir haben euch die letzten 50 Jahre angelogen, das aber ist nicht so schlimm. Passiert, ja. Ja, aber andere nehmen es vielleicht nicht. Die müssen es nur verkaufen. Die sagen, ja, zu eurem Wohl. Und jetzt sind wir so weit, dass wir die Information kontrolliert rausgeben können und weiß ich nicht was. Du musst dich als Präsident hinstellen und sagen, ich habe euch die letzten 50 Jahre angelogen, das wird keiner machen. Ja, du musst ja nur sagen, ich habe euch nur die letzten zwei Legislaturperioden angelogen, alle anderen vorher haben euch die letzten 50 das Jahre angelogen. Leute, wir machen für heute einen Sack zu, die Stunde ist rum, wir bleiben an dem Thema dran und wenn da draußen irgendwelche Fragen sind, ja, wenn jemand ein paar UFO-Sichtungen hat oder sowas. Irgendwie, boah, Bilder, ja, Videos. Mal UFOs, Erfahrungsberichte, Entführungsgeschichten, Obduktionen, sehr gut, Analsonden, Obduktionen? Alles mal.
Obduktion? Und vielleicht eine Atombombe für ihn? Hi, ich bin die Christina, ich bin 42, ich komme aus dem Spessart, ich habe ja eine Obduktion gehabt, ich habe da Video dabei. Ich bin vom, ey, es gibt so voll viele Leute, die in so, mit so UFOs entführt werden, dann untersucht werden, dann wieder... Ja, meinen Sie, kriegen noch einen Arztbericht hinterher? Ja, nee, vielleicht haben die irgendwo plötzlich eine Narbe. Ja, die müssen halt sich auch erstmal trauen, das zu schicken. RFID-Chips unten drunter. Ja. Oh. Ganz komische Narben oder sowas. Meistens ist es irgendwie in der Nase, ne? Wie nennen wir das denn jetzt? Also ich bezahle mit dem Handy, das funktioniert super. Ja, ich auch mittlerweile, lieb ich. Ja, ist super, mega geil. Und vor allem die Leute gucken dich total an, als wenn du eine außerirdische Technologie benutzen würdest. Ich habe mal gegoogelt, du kannst dir wirklich so einen Chip unter die Hand setzen. Ja, ich weiß, kannst du gleich mit bezahlen, das geht ja auch wunderbar. Bin ich auch am Und orten, oder? Ja, es ist ja nur Near-Field-Communicating. Wenn jetzt ziehst du dein Alu-Handschuh an, dann bist du wieder geschämt. Oh, okay, ja. Das wird ein breites Thema. Ich meine schon. In diesem Sinne, wir sind raus. Ja, bis zur nächsten Folge. Wie heißt denn jetzt eigentlich? Das überlegen wir uns jetzt gleich. Übrigens, meine Wischbestellung ist noch nicht da. Oh, okay. Ja, aber meine sind jetzt, also eineinhalb. Ja, dann müssen wir das nächste Mal die Wischbestellungen auspacken. Das ist dann aber eine reguläre Alarmstufe-Folge, ja. In diesem Sinne, ciao. Macht's gut.